Im heutigen Video spielen wir die neue Karte Sulphur Springs und zwar im Bloons Tower Defense 7 Modus oder auch dem Bloons Tower Defense Roguelike Modus. Und zwar würde ich sagen, wir machen das Ganze auf Impoppable, also wir probieren den schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Und ich lasse erstmal alle Bosse drin, wenn das zu hart ist, werde ich es nochmal von vorne machen, aber ne, ihr wisst ja, manchmal ist es wirklich ultra ultra hart und es geht halt gar nicht. Die Frage ist, was für einen Helden wir nehmen am Anfang. Ich denke, Sorda ist ganz nice oder Geraldo. Wir können mal Geraldo probieren, ich weiß aber nicht. Nee, wir kriegen kein NFT raus. Wir müssen nochmal, wir spielen Sorda. Also, wir nehmen Sorda und als Turm würde ich ein Boot oder ein U-Boot nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen mal ein Boot. Weil das Boot wurde auch gebufft oben, nämlich die obere Skillung, die wurde richtig stark gemacht. Und Sorda sollte hier eigentlich das Early Game übelst carryen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sorda das hier jetzt nicht hinkriegt, weil die fahren ja einen kompletten Kreis und Sorda kann alles angreifen. Also, es sollte eigentlich erstmal ganz gut klappen. The Fabric of Reality starts shifting. Das bedeutet, es wird Face. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auf unten upgraden. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich doch eher auf Monkey Pirates gehen, anstatt auf Aircraft Carrier. Okay, ich werde mal das erste Boot platzieren. Und zwar werde ich das hierhin platzieren. Und dann werde ich auf Longer Range gehen, dass wir wirklich einmal komplett drumherum angreifen können. Außerdem können wir jetzt auch noch oben angreifen. Also hier ist mit die beste Position, wenn ihr auf Long Range geht für das Boot auf dieser Karte. So, als nächstes können wir auswählen. Was nehmen wir? Boomerang Affe, Druid, Glue Gunner oder Reroll? Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Glue Gunner. Wir brauchen jetzt gerade eigentlich keinen Damage-Turm. Der Glue Gunner ist auch kostenlos, das bedeutet, ich habe Sorda nicht so gut platziert, sonst könnte ich hier oben noch einen Glue Gunner hinplatzieren. Aber kann ich hier, ich kann hier einen Glue Gunner hinplatzieren. Ich stelle mal auf Stärkster, ist free, das heißt, es sollte eigentlich eine ganz gute Position sein. Und ich meine, Sorda macht wirklich fast alles alleine. Wir gehen jetzt auf Grape Shots und auf Hot Shots als nächstes und dann können wir, glaube ich, erstmal durchlaufen lassen. So, Hot Shots und jetzt sollte ja eigentlich nichts durchgehen. Okay, wir können neue Türme auswählen. Wir haben unter anderem einen Superaffen. Ja, Superaffe. Ich mach mal einen Reroll. Dartling Gunner. Dartling Gunner kann unsichtbar sehen. Wäre natürlich nice, aber ich brauche ein Boot. Ah, wir haben kein Boot bekommen. Sniper oder Dart Monkey? 7 Sniper. Wir nehmen 7 Sniper. Und jetzt heißt es erstmal warten bis Runde 20, dann kommt der erste Boss. Okay, bisher absolut kein Problem. Die Map ist wirklich super easy, gerade wenn man Sword hat. Jetzt schon 6000 Pops. Da ist Face. Wir brauchen jetzt die Sniper. Also, ich gehe auf 220 und ihn gehe ich auf 221. 022. Ich hoffe, das reicht vom Schaden her. Ich werde jetzt erstmal nichts kaufen. Ich werde hier Sorda's Fähigkeit spammen, wenn ich kann. Und Sorda ist ja auch die ganze Zeit am Hitten. Das heißt, sie macht ja auch die ganze Zeit Damage. Und sonst, ich glaube, also es lohnt sich jetzt nicht, wenn ich noch mehr Geld ausgebe. Deswegen, ich spare das Geld lieber. Face ist das erste Mal geschiftet. Ich mache wieder die Fähigkeit. Und ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Stell ihn mal auf Last, dass er wirklich die ganze Zeit auf den Letzten schießt. Dann hat er ein bisschen mehr Attack-Speed, Sorda-Fähigkeit nochmal rein. Und da shiftet er jetzt nochmal. Sorda kann nicht mehr attacken. Das ist sehr schlecht. Hätten wir ihn ein bisschen früher gepusht, könnte Sorda noch attacken. Das heißt, jetzt müssen sie es ohne Sorda schaffen. Aber wir haben die Fähigkeit, die werde ich natürlich die ganze Zeit wieder nutzen. Und Face pusht ein bisschen zu weit, habe ich das Gefühl. Es wird sehr, sehr knapp. Wie oft kann er denn noch hüpfen im Roguelike-Modus? Einmal noch? War das das letzte Mal? Ich weiß es nicht genau, Leute. Come on. Ja, wir haben es geschafft. Aber ganz schön knapp, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt was gegen Blei, und zwar ihn, auch gegen Camo-Blei. Wir haben ihn auch gegen Camo-Blei. A feeling of death surrounds you. Das bedeutet, der nächste Boss ist Licht. Das heißt, wir dürfen uns keine Buffs holen. Okay, sollten wir hinkriegen. Okay, als nächsten Turm könnten wir einen 300 Tech-Shooter dreimal holen, ein 300 Village zweimal oder ein 003 Engineer dreimal. Muss ich sagen, sagt mir alles nicht wirklich zu. Hier oben ein Tech-Shooter wäre natürlich ganz geil, aber ein 300 Tech-Shooter braucht halt kein Mensch. Wir rerollen das Ganze mal und wir kriegen ein Monkey Village. Das wäre gar nicht so schlecht. Ich nehme das Monkey Village, weil ich glaube nicht, dass wir extra irgendwie noch mehr Türme brauchen. Ich glaube, das, was wir haben, sollte easy defenden bis Runde 30. Und dann müssten wir eigentlich den nächsten auswählen können. Und hier können wir halt jetzt zweimal ein Discount Village, dreimal sogar ein Discount Village bauen, um Türme günstiger zu machen. Wir haben ja gerade auch 8000 gespart. Also theoretisch sind wir gerade echt auf einem guten Weg, das Level zu bieten im Roguelike-Modus. Okay, 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 okay. Die Bloons kommen ganz schön weit nach vorne, aber ich glaube, wir schaffen es. Ja, wir schaffen es. Ist aber gar nicht so easy, wie ich dachte. Okay, wir können schon wieder was Neues kaufen. Dartling Gunner. Alchemist ist sehr schlecht. 030 brauchen wir gar nicht. Monkey Village brauchen wir gerade aktuell auch nicht. Ich reroll nochmal. Nein! Okay, das war ein Fehler zu rerollen. Wir haben wirklich nur Müll bekommen. Dann nehme ich die drei Monkey Villages hier. Okay, wir machen das. Wir müssen das taktisch schlau machen. Wir haben jetzt drei Villages hier und jetzt platziere ich so viele Sniper, wie es geht,
hier in der Nähe, dann ist nämlich alles um einiges günstiger. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ich werde jetzt auch noch einen Glugana, glaube ich, bauen, sicherheitshalber. Wobei, eigentlich will ich den hier oben haben und den auch auf Stärkste haben, dass die ganz normalen Bloons einfach klein machen, beziehungsweise slowen. Wir könnten theoretisch, das mache ich mal, hier auf Jungle Drums gehen. Dann hat der hier noch Jungle Drums, der hier hat Jungle Drums. Und die haben alle drei Jungle Drums. Ich find's krass, dass die hier von der Seite, die Sniper, auch hier links rüber schießen können. Das wusste ich nicht. Ich dachte wirklich, die sehen dann hier nur diese Hälfte. Weil ich dachte, das hier wäre ein bisschen höher. Aber ist es anscheinend nicht. Okay, Lich ist da. Ich hoffe, es reicht vom Schaden her. Sonst haben wir hier ein dickes Problem. Weißt du was? Ich gehe mal hier noch auf Corrosive Glue zweimal. Ich meine, das wird jetzt keinen großen Unterschied machen. Aber ein bisschen mehr Damage haben wir immerhin. Und mehr können wir nicht machen. Wir müssen jetzt halt einfach hoffen, dass das reicht. Ich glaube, ich hole dir noch Monkey Town. Ja, mache ich. Weil Monkey Town gibt noch extra Geld. Und ja, oh Leute, das wird nichts. Ich bin tot. Die Seele lebt viel zu lange. Die nächste Seele kriegen wir gar nicht tot. Nein. Wir werden die nächste Seele nicht kaputt kriegen. Zorda-Fähigkeit. Zorda haut nochmal drauf. Die geht durch. No. Nochmal Fähigkeit. Come on. Geh bitte kaputt. Bitte, bitte, bitte. Okay. Und wir sind tot. Und wir müssen komplett von vorne restarten. Okay, ich werde eine ähnliche Combo wie gerade machen, Leute. Ich speed einfach nur ein bisschen mehr durch. Oh, nice. Wir können diesmal mit einer Farm starten. Das ist natürlich mega. Okay, Leute, aktuell sieht das Ganze hier so aus bei mir. Ich habe hier drei Dartling Gunner. Die habe ich alle auf 220. Ich kann sie aber in der Mitte noch auf Hydra Rocket Pots bauen. Außerdem haben wir hier unten Farms. Also bisher sieht es echt nice aus. Der Run könnte besser sein als der andere. Ich muss jetzt gleich eine gute Fähigkeit machen. Und zwar... genau jetzt. Okay, perfekte Fähigkeit und das geht durch. Hydra Rocket Pods, damit sollten wir jetzt easy bis Runde 40 kommen. Und wir müssen halt auch nicht Micron, was halt sehr nice ist. Und ich habe einen Bananenfarmer übrigens platziert, der jetzt die ganzen Bananen einsammelt. Beasthändler 300. Ich glaube, 300 Beasthändler ist gar nicht so schlecht auf dieser Map. Wir gehen auf den Beasthändler, Leute. Einen platziere ich hier oben, dass ich den Piranha hier hinbauen kann. Und die anderen werde ich alle hier platzieren. Okay, ich würde sagen, ich grade die alle mal ab. Ich gehe auf den weißen Hai und dann mache ich die hier alle. Die merge ich alle mit dem hier, dass der weiße Hai ein höheres Level kriegt. Jetzt ist der weiße Hai Level 12. Wir wollen den aber auf Level 24 holen. Deswegen werde ich jetzt nochmal alle upgraden. Und jetzt ist er Level 20. Okay, erst Level 20 ist nicht so schlecht. Aber wir wollen ihn halt auf 24 haben. Das heißt, wir brauchen noch was. Wir haben jetzt hier gerade einen Vortex. Okay, ich upgrade den auch noch auf den weißen Hai. Das sollte jetzt, eigentlich sollte der 24 sein, oder? Ja, der ist jetzt 24, der macht halt mega guten Damage jetzt. Und wir gehen als nächstes noch auf Adasaurier. Und ich hoffe, das reicht, was wir jetzt hier gerade haben, um Vortex kaputt zu machen. Ich werde die hier mal selber jetzt lenken, dass wir wirklich die ganze Zeit auf Vortex schießen. Okay, es ist nicht alles gestunt, aber vieles. Aber Hydra Rocket Pots ist nicht gestunt, was natürlich wichtig ist, weil wir das zum Deffen brauchen. Oh Gott, okay, ich muss hier richtig Micron, sonst wird das nichts. Come on. Wie lange sind denn bitte alle Türme gestunt? Was ist denn hier los? Okay, wir haben hier so viele Ceramic Bloons, aber es klappt, glaube ich. Und nochmal Deffen. Okay, passt. Der Hai macht jetzt halt richtig guten Damage an Vortex. Sorda-Fähigkeit rein. Come on, Vortex, du musst kaputt gehen jetzt. Ey, Vortex hält so viel aus, ne? Oh mein Gott. Und jetzt ist alles gestunt. Es ist alles gestunt. Wir sind tot, 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 wir sind tot. Tot, 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 tot. Fähigkeit. Oh mein Gott, Sorda-Klatsch. Oh mein Gott. No, 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 no. Wir haben so viele Bloons da. Das war's. Nein. Okay, das hat keiner gesehen, Leute. Es hat wirklich keiner gesehen, dass ich diese Power hier gerade benutzt habe. Der Soda Clutch war zu gut. Also, wenn es jetzt trotzdem Soda Clutch klappt, dann ist okay. Ich habe keine Lust, nochmal komplett von vorne anzufangen. Ich habe einfach Pech, dass ich Vortex kriege. Vortex auf dieser Map ist, glaube ich, echt der schwerste Boss. Weil er halt alles stunt. Guck, es ist wieder... jeder meiner Türme ist gestunt. Jeder. Ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot, außer ich mache das hier. Ja, ich glaube, Vortex muss man echt beim nächsten Mal ausstellen. Der ist echt zu heftig. Okay, wir gehen mal davon aus, theoretisch, ich hätte Vortex ausgestellt und wir haben es geschafft. So, als nächstes Captain Churchill ist natürlich mega krass, wenn wir den haben. Den werde ich mal hier oben hin platzieren. Geht das überhaupt? Nee, das geht gar nicht. Kann ich den hier drauf stellen? Nee, nee, nee. Okay, ich stelle den einfach mal hier hin. Ich hoffe, später A Symphony of Dirt and Stone. Okay, der nächste Boss ist Dreadbloon. Ich glaube, Dreadbloon sollten wir eigentlich gut hinkriegen. Und wenn Churchill nachher mehr Range hat, sollte der auch hier in den Anfang attacken können, was auch nice ist. Okay, als nächstes haben wir Sniper Monkey. Okay, Sniper Monkey ist in Ordnung. Wobei, nein, ich habe viel zu viel Militär. Ich muss ja...
Oh nein, ich muss ja auf jeden Fall was anderes gehen als Militär. Ja, egal, ich warte erstmal. Okay, Bombshooter würde ich jetzt einfach mitnehmen aus dem Prinzip, weil wir jetzt gleich gegen den Dreploon sind. Und ich würde hier Hydra Rocket Pods alle upgraden zu Hydra Rocket Pods, dass wir wirklich Triple Hydra Rocket Pods haben. Dann würde ich, glaube, hier die Bombs hinbauen. Genau, hier baue ich die hin. Und zwar 5 Stück. 5 Stück sollten ja eigentlich reichen. Okay, Dreadloon ist da. Wir müssen warten, bis er das erste Mal in die Phase geht. Ich werde jetzt gucken, dass ich so viel wie möglich mit Sorda und mit Churchill mache. Und sobald wir können, sobald hier oben nicht mehr immun steht, werden wir die Fähigkeiten halt durchspammen, ne? So, ihr müsst da wirklich schön auf den Dreadloon draufknallen. Du auch. Und du auch. Okay. Oh, nice. Und Fähigkeit. Go, go, go. Spam, spam, spam. Nochmal Sorda-Fähigkeit. Jetzt ist nämlich Militär immun. Jetzt machen die hier hinten Schaden. Come on. Okay, nice. Ich glaube, wir haben's. Ja, wir sind schon bei der letzten Phase. Und okay, Dreadbloom. Ja, okay. Das einzige Problem auf dieser Karte ist wirklich Vortex. Also wenn du Vortex kriegst, der stunt halt die ganze Map, ne? Das ist halt echt heftig. A strong gust of wind. Oh nein, es wird schon wieder Vortex. Okay, dieses Mal bereiten wir uns drauf vor, Leute. Stufe 5 Beasthändler. Ja. Ja, ja, ja. Wollen wir. Dart Monkey Stufe 5 oder Boomerang Stufe 5. Ganz im Ernst, Dart Monkey auf dieser Map. Den baue ich auch. Ah, ich kann den nicht hier hinbauen, das nervt mich. Ich will den eigentlich dahin bauen, wo Sorda ist. Warum? Ah, Sorda, du hast so eine doofe Position. Okay, dann baue ich ihn hier hin. Da haben wir jetzt ihn. Als nächstes brauchen wir... Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir auf einen T-Rex oder gehen wir lieber auf... Ganz im Ernst, ich baue hier unten Sniper. Hier, wo sie nicht gestunt werden können. Und zwar alles voll mit Snipern. Und wir können die, glaube ich, auf Supply Drop bauen. Ja, wir bauen jetzt alle auf Supply Drop. Okay, da ist er. Und wir können noch einen zweiten Supply Drop holen, glaube ich. Ja, das heißt, wir machen damit gut Damage. Ich werde hier die Fähigkeiten alle spammen, so... Wir haben so viel Damage, das passt. Es wurden nicht mal hier oben die Dings gestunt. Das ist halt richtig nice. Ich werde auch, glaube ich, die Datengunner muss ich, glaube ich, auch nicht mal aimen. Hier schön die Fähigkeiten durchspammen. Okay, wir holen Supply Drop. Das heißt, wir können hier nochmal einen upgraden. Den, den, den. Okay, jetzt sind die oben alle gestunt. Okay, es sind nur die Sniper nicht gestunt. Gott sei Dank haben wir die ganzen Sniper jetzt. Weil sonst hätten wir hier echt ein Problem. Guckt euch das mal an, wie weit die kommen. Und wie lange die auch gestunt sind, ne? Das ist echt eine Frechheit. Nochmal Fähigkeit, wobei die von Churchill war gerade schlecht. Aber der Hai macht jetzt auch gut Damage. Okay, Fähigkeitsspam. Okay, wir sind wieder alle. Es ist wieder alles gestunt. Ey, das ist so crazy. Boah, Vortex ist eine Wucht auf dieser Map, ne? Er macht natürlich jetzt auch gottlosen Damage hier. Aber ich weiß nicht, ob das reicht. Nochmal Fähigkeitsspam. Ey, bitte. Das kann nicht sein, dass wir wieder an einem Vortex sterben, ne? Please. Please, ich muss da unten runter aimen. Please. Oh mein Gott, ist das close gewesen. Ich habe irgendwas random gewählt. Ich habe Ben gewählt. Nein. Ich brauche doch jetzt keinen Ben mehr. Oh Gott. Okay, ich platziere Ben. Super. Jetzt haben wir Ben. Ganz toll. A smell of sludge. Ist das... Wer ist das? Ist das der Dreadloon nochmal? Ich weiß es gar nicht. Wir nehmen... Ich würde sagen den Dart Monkey. Weil ich würde gerne einen Dart Monkey Para... Wobei, ich baue eine Farm. Oh, yes. Wir haben eine richtig gute Farm. Leute, jetzt können wir richtig Geld machen. Erstmal werden wir alle Bananenplantagen hier auf 3 bauen. Dann holen wir uns... Wir brauchen Dart Paragon. Wir brauchen Dart Paragon. Bitte! Nein! Das sind alles so teure. Okay, wir nehmen Ninja Paragon, oder? Ja. Okay, Blunarius. Okay, okay. Blunarius ist komplett fein. Kriegen wir easy kaputt, denke ich. Boah, guckt euch das mal an. Er hier macht so viel Damage jetzt. Weil die Bälle hier die ganze Zeit... Guck mal, wie die bouncen. Ey, ich hätte so gern Dart Paragon auf dieser Karte. So krass. Aber ich glaube, Blunarius sollte easy kaputt gehen. Also wir haben die Fähigkeiten, die ganze Zeit durchspammen. Theoretisch haben wir sogar... Oh, wir haben übelst viele Farms noch, die wir platzieren können, ne? Okay, Blunarius müsste gleich eigentlich platzen. Der sieht schon sehr, sehr mitgenommen aus. Come on, geh kaputt. Okay, er ist kaputt. Sehr, sehr gut. Nice, wir haben sogar einen Insta-Affen bekommen. Spike Factory wäre natürlich auch geil, aber will ich eigentlich nicht. Wir nehmen mal einen Wizard Monkey. Aber Leute, also vom Geld her ist es gar nicht so krass, ne? Wir haben eigentlich gar nicht so viel Geld. Wir haben noch 13 Runden und wir haben halt echt nur schlechte Farms stehen, ne? Also, Und wir haben übelste Probleme gegen die DDTs. Okay, was könnten wir noch machen? Ich würde ja eigentlich eher sagen, wir brauchen noch eine BRF. Ja, ich kaufe auch noch eine BRF. Hier eine BRF, okay. Es könnte echt sein, dass wir gleich einfach random sterben, ne? Oh, oh, da kommen so viele BRDs. Ich mach mal Ben, dass er permanent die Fähigkeit aktivieren soll. DDTs? Oh, die kommen so weit, ne? Die nächsten DDTs bringen uns um, oder? Nein, 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 nein. Ich mach Sorda-Fähigkeit direkt drauf, das müsste reichen.
Oh mein Gott, ist das close. Okay, ja, wir brauchen definitiv irgendwie... Ich muss Autostart rausmachen. Wir brauchen definitiv mehr Schaden. Ich gehe auf den Arc-Mage. Oh mein Gott, sterbe ich hier? Sonderfähigkeit? Okay. Okay, wir haben einen Arc-Mage. Damit sollten wir eigentlich jetzt bis Runde 120 kommen, hoffe ich. Ich werde jetzt hier schon mal alles verkaufen. Wir werden nicht genug für einen Paragon haben. Wir haben 130.000. Das heißt, wir werden jetzt, hier, wie heißt es, einen T-Rex holen. Gigantosaurus. Okay, das Wichtigste ist, wir dürfen auf keinen Fall Vortex kriegen. Okay, das ist sehr gut, was wir bekommen haben. Das ist actually sehr gut. 78.000, das sollten wir hinkriegen, wenn ich hier noch ein bisschen was verkaufe. Da, T-Rex. Und mit seiner Fähigkeit sollte der so viel Damage machen. Guckt euch das an! Wie nimmt er den auseinander? Der nimmt den Kopf, der one-shottet den. Alter, warum macht der so viel Damage? Wir sind gleich durch. Hä, warum ist das so einfach? Okay, aber die letzte Phase... er ist immun. Das heißt, wir müssen jetzt verkaufen und müssen jetzt was anderes kaufen. Oh, er ist schon tot, oder? Ich glaube, wir brauchen gar nichts mehr. Wir haben's. Hä? Das war ja komplett easy. Okay, aber man muss sagen, ich musste einmal die Power nutzen, weil wir sind gegen Vortex gestorben. Wir machen das Ganze nochmal in einem der nächsten Videos, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein und ciao.